So, ich musste leider letztes Mal ziemlich knapp abbrechen. Ich konnte nicht ahnen, dass die noch so lange labern. Könnte dir nützlich sein. Gute Idee. Meinen kannst du auch haben. Aber vergiss nicht, ihn mir wiederzugeben, wenn... Ja, bla bla bla. Jetzt halt nicht die Klappe und lass mich... Wir gehen jetzt zurück nach San Pasquale und zeigen Mathieu die Mondklinge, geben ihm seine Schmiedezange und... Vielleicht hat er ja noch den einen oder anderen Auftrag für uns. Wo geht's hier? Ach, was soll's. Wir können auch quer durchs Land gehen. Die Gelegenheit werden wir eh nie wieder haben. Ein Skelett? Das ist schon das dritte hier in San Pasquale. Also ich nenne das ganze Gebiet hier San Pasquale vom Efeugraben und dem Dorf bis hin zum Pass nach Venedig. Das nenne ich San Pasquale. So, zuerst Matteo. Und dann werden wir sehen. Ziehen? Oh. Stirb! Verdammter Assassine! Oh, ich habe ganz vergessen, dass Assassinen spawnen, sobald man die Mundklinge gefunden hat. Boy. Also gut, wo bin ich? Ich bin hier. Der ganze Weg hier ist frei. Assassinen gibt es also noch hier, hier und da. Das werde ich demnächst mal noch ändern, dass es da noch Assassinen gibt. Aber ich möchte die gerne einzeln bekämpfen. Stirb, Assassine, stirb! Geschafft. Der hat mal ein bisschen Zeug dabei. So, und noch einer tot. Einzeln sind die echt kein Problem. Man muss nur ein bisschen wissen, wie man mit ihm umgeht. Es ist kein Problem, wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss. Sind die Assassinen nie ein Problem. Also. Dann erlegen wir noch den da. Ich muss einfach nur seinen Schlägen ausweichen können. Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Verschwinde! Eigentlich muss ich nur zur Seite hin ausweichen und rollen. Dann kann ich ihn schön bequem von hinten kaputt hauen. Oh, stirb. Jetzt. Ich tot. Bastard. Sieht so aus, als würde ich nochmal bis abends schlafen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Matteo. Vielleicht steigen wir sogar auf und dann muss ich nicht schlafen. Hey, wie kann ich dir helfen? Schmiedezange geben. Hier ist die Schmiedezange. Ah, wundervoll. Und während du im Wald herumspazierst, werde ich diesen verdammten Blasebalg wieder in Schuss bringen. Den hat's nämlich auch noch erwischt. Ich bin wieder ein Schmied. Naja, wenigstens ein unterbezahlter Hufschmied in einem Bergdorf. Geschafft. Also gleich noch 12 Stärke und 1 auf Konstitution. So. Und dann sprechen wir nochmal auf die Mondlinge an. Wie kann ich dir helfen?
Ich habe die Mondklinge gefunden, aber sie scheint beschädigt zu sein. Die Mondklinge? Also sind die Legenden wahr? Darf ich sie berühren? Das ist unglaublich. Mann, der macht Augen. Woher hast du das Ding? Im Waldhaus. Es war ein Erbstück, das im Waldhaus auf mich gewartet hat. Das hört sich nicht sehr glaubhaft an. Du kanntest den alten Kerl doch kaum. Naja, wie dem auch sei. Das Ding ist beschädigt und unbenutzbar. Solange du also nicht noch weitere Märchen hinterherjagst und hier mit dem legendären Mondstein auftauchst, wird dir das Ding nicht viel nützen. Ach, und bevor du fragst, nur die Bergwerksleute unten im Efeugraben erzählen sich Märchen vom Mondstein. Vielleicht willst du die ja mal besuchen? Über seine Zukunft. Was wirst du jetzt tun? Naja, was könnte das schon sein? Eine große Wahl habe ich ja nicht. Ich werde bis zum Ende meiner Tage hier schuften. Oder zumindest bis ich eine bessere Schmiede gefunden habe. Zum Beispiel in Venedig. Wie ich mich nach einer Schmiede in Venedig sehne. Wenn mir jemand eine Schmiede in Venedig anbieten würde, ich würde nicht lange zögern. Ach, aber warte mal, um mir die leisten zu können, müsste ich ungefähr 10 Leben lang schuften. Also, vergiss das. Gehen. Auf Wiedersehen. Gehen wir. Gut, schnappen wir uns doch zuallererst mal die Assassinen in dem... Ja, den Mondstein. Ich denke ja, damit wird wieder mal auf die alte Sache angespielt mit dem Schwert, das aus Weltraummetall geschmiedet wurde, das mit einem Meteoriten auf die Erde gekracht ist. Der Mondstein mit die Mondklinge werden nicht anders sein. Nein, nicht dorthin gehen. Sie sind zu stark. Ach Quatsch, der hyperventiliert bloß. Ich speichere aber trotzdem mal ab. Falls ich mehr als einmal sterbe. Ja, ja, komm, Assassini. So, der wäre erledigt. Komm, Assassine. Komm, bei Fuß. Dann wäre er auch erledigt. Wir gehen weiter nach oben. Du musst es nicht glauben. Das sind Bauern. Sie haben nicht mal gut. Still bleiben! So, jetzt sind wir schon mal im Lager drin. Wenn man sie in eine Ecke drängt, dann sind sie wirklich einfache Beute. So, was haben wir hier noch? Eine Urne. Die können wir höchstens verkaufen. Jetzt speichere ich nochmal. Schnappen wir uns noch den Assassinen da. So, dann war es auch mit dem. Und da ist unser... ist ein kleiner Boss, könnte man schon sagen. Das ist eigentlich ein... Bei zwei Assassinen gleichzeitig muss man einfach nur dafür sorgen, dass sie einen nicht einkreisen. Und sie möglichst... gleichzeitig angreifen.
immer so, dass sie immer vor einem sind. Beide. So, jetzt der eine tot ist. Der Rest ein Kinderspiel. Sorry, das ganze Spiel ist ein Kinderspiel. Sonst wäre es ja nicht so eine Comic-Grafik. Naja, ich übertreibe. Seht ihr, wie da feuriges Blut spritzt? Und wie die Luft blutet. Blaues Blut. Das blaue Blut der Luft. So. Da ist der Derwischmeister. Nochmal speichern. Was zum Teufel? Geh und hol sie! Die sind schon tot. Also verreck, Meister. Ein bisschen weglocken und dann wie üblich einfach draufprügeln. Der kämpft genauso wie die anderen, nur ist ein bisschen stärker. Her. Hör dich auf mit der Blockerei. Oh, jetzt verreck endlich, du blöder Assassinenmeister. Na, jetzt habe ich ihn endlich. Jetzt muss ich nur noch draufhauen. So, und der bringt gleich 80 Erfahrung. Und er hat eine Lederrüstung dabei. Die wir für 500 Dukaten bei Matteo anpassen können. Die 500 Dukaten müssen wir aber auch erst zusammenbringen. So, einfach eine Truhe durchsuchen. 14 Dukaten. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich habe nicht geguckt. Fast 200. Na schön, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Zeug verkaufen. Hier nach oben. Und zu Lila, der Händlerin. Ich habe immer noch geguckt, wie sie jetzt eigentlich heißt. Lila. Lilia. Lilia. So heißt sie, Lilia. So, erstmal die ganzen Derwischschwerter. Die bringen uns schon mal was. Den Schürhaken verkaufe ich auch. Weil ich den nicht will. Dann das Kupfererz. Ohne und den Goldschmuck. So, fehlt nicht mehr viel. Ja, jetzt gehe ich erstmal noch schlafen. Bis hin zum Abend. Hallo Yata. So, und schon sind wir wieder geheilt. Oh, aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist um. Deswegen mache ich jetzt hier einen Schnitt und nächstes Mal gehen wir dann zur Kupfermine. Also, bis dahin.